Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2021, der Danny spielt das. Wir stehen hier heute mit unserer Regionalbahn in Münster auf einem Abstellgleis. Und ja, wir sind ja beim letzten Mal im ersten Teil mit unserem EC9 in Münster angekommen und jetzt im zweiten Teil werden wir eine Regionalbahn fahren. Und ja, ich werde das Ganze einfach mal starten und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Die Fahrdienstleitung an 90 59 0 bekommen. 90 59 0 hört. Ich hoffe, du hast die Pause genutzt, um Wasser für den Rest der Schicht zu besorgen. Noch geht's ja, aber in 3 Stunden wird's richtig heiß. Ja, ich glaube, ich bin jetzt für den Tag ganz gut gerüstet. Prima. Dann bring den Triebwagen zum Hauptbahnhof. Die Abfahrt ist 10.03 Uhr von Gleis 11. Im Ersatzverkehr auf der Regionalbahn 66 setzen wir heute bis Mittag 4.25 Uhr ein. Danach werden es Talan 2 Triebwagen sein. Gut, dann fahre ich in den Hauptbahnhof gleich ein. Ja, ihr habt es gehört. Dann wollen wir jetzt einfach mal in den Hauptbahnhof fahren. Und dann mal schauen, dass wir diesen Tag beziehungsweise diese Schicht so schweißfrei wie möglich überstehen. So, mehr als 25 dürfen wir gar nicht fahren, das heißt, großartig aufschalten brauchen wir nicht. So, wenn ich schön sanft in den Hauptbahnhof einfahre. Da wäre ja gar nicht so. Oh, ich finde es aber Zeit ist für Bremsen. Eieieiei, das habe ich ja gar nicht gesehen, dass da auf einmal der Prellbock kam. Junge, 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 das war aber knapp. So, wir wechseln den Führerstand. Wenn ich sie mal ein wenig umschauen, würde ich sagen. Wollen wir schauen. Wo fahren wir denn überhaupt hin? Osnabrück. Da wollen wir doch mal schauen, ob wir das auch einstellen können. Alles dabei, Essen Hauptbahnhof, Hannover, Uelzen, Konstanz, Köln-Bonn. Da war's, da war's, da war's. Und überall zurück.
Jetzt passt es. Osnabrück Hauptbahnhof. Sehr, sehr schön. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch ein kleines, schönes Screenshot. Sehr schön. So. Kaltgetränke sind natürlich an Bord. Ist ja klar. Kann man ja bei dem Wetter gar nicht genug haben. Und ja. Ach, wie ich das liebe. Neuer PC. Kein Geruckel, kein Gelecke. Alles wunderschön. Das ist auch ein wunderschöner Triebzug, finde ich. Also kann man nicht anders sagen. Gefällt mir sehr. Anhebestellen nur gemeinsam verwenden. Ah ja, so, so. Abstoßen und ablaufen lassen, verboten. Einstieg nur mit Fahrausweis, ja, das versteht sich ja wohl von selbst. DB Regio Bayern München. Ist das jetzt Zufall oder Absicht? Ich denke mal eher Zufall. Erdungspunkt. Fahrradmitnahme begrenzt, aber immerhin. So, hier ist dann die Fahrradmitnahme, beziehungsweise das Fahrradabteil. Ja, ja. /405.508 -9. So, dann haben wir gleich Ausfahrt. Keine Minute mehr. Und dann geht es in diesem zweiten Teil der 3D-Zugreihe Hitzewelle bis nach Osnabrück über Westbevern, Ostbevern, Kattenfenne, Längerich, Nahtrub, Haßbergen und Osnabrück Hauptbahnhof. Am Ende stellen wir dann unseren Zug noch in die Abstellung. Und ja, fahren circa 40 Minuten, wenn alles gut läuft. Da oben seht ihr es auch nochmal, 3D-Zug, Fahrzeit 48, Teil 2. Münster Hauptbahnhof, Osnabrück Hauptbahnhof, VMAX 160. Na dann. Schließen sich. Dann haben wir Ausfahrt. Eigentlich. Na, geht doch. Nullstellung ist Zwang, klar. Genehmigung machen wir auch. Wunderschön. Dann Aufi. Der Sound ist mega. Absolut mega. Tja, du hast den Zug verpasst, würde ich sagen. Aber hey, der nächste kommt bestimmt. Und ich werde zu schnell. Viel zu schnell. So, wir hüpfen in den Führerstand. Weiterhin freie Fahrt. Wir dürfen auf 60 beschleunigen.
Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie zu unserer Fahrt in der RB 66 Teutobahn nach Osnabrück. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. So, dann können wir beschleunigen. In Kürze erreichen wir West-Bevern. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wunderbar.
Ja, das mit dem Bremsen muss ich wahrscheinlich noch üben. Aber, naja, ich sitze nicht jeden Tag im Zug, eigentlich gar nicht. Simulator ist sowieso immer anders als real. Aber ich denke, das sieht ganz gut aus. Ja, doch. So, wir öffnen die Türen. Lösen schon mal ein wenig die Bremsen. Nicht zu viel natürlich. So. Ja, was ich wissen wollte, kann man hier das Fenster öffnen? Ja, wunderschön. Das sieht doch gut aus. Wunderschönes Wetter. Ja. Es wird langsam richtig warm. Da ist die Sonne, die gnadenlos vom Himmel scheint und es uns heute Temperaturen beschert, jenseits der 30 Grad. Aber ja, gegenüber dem Sommer, den wir dieses Jahr hatten, ist das wahrscheinlich sogar sehr angenehm. So. Tür zu. Wunderschön. Werden sie lösen. Und Abfahrt. Station Ostbever. Sowas zu fahren ist auch mal richtig angenehm. Gegenüber immer den Reisezügen. Also ich finde sowas richtig schön auch mal zwischendurch. Eine schöne Regionalbahn. Die TSG BR 425 Pro von 3D-Zug. Wunderschöner Triebwagen, muss ich ehrlich sagen. Auch vom Sound her absolut real. Also genau so muss ich dann der 425 anwenden. In Kürze erreichen wir Ostbevern. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So sieht's aus.
der Sound ist einfach nur geil. Einfach nur geil. Gesundheit. Ja, gute Dame, steigen Sie ein. Sehr gut. So, auf geht's. Für so einen leichten, oder ist das leicht, aber für so einen kleinen Triebzug schon ordentlich Geschwindigkeit, also die müssen auch keine 200 fahren, weil ich glaube, dann heben die ab. Also das ist meine persönliche Meinung, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich finde 160 ist für solche Züge schon ordentlich, finde ich. In Kürze erreichen wir Kattenwenne, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So.
Und man hört sie im Hintergrund, Klimaanlage läuft natürlich. Ohne geht ja gar nicht. Das ist ja gar nicht auszuhalten. Also die muss natürlich laufen. Am laufenden Band sozusagen. So, dann wären wir auch gleich schon fast im Osnabrücker Raum. Wobei, ne, Längerich kommt jetzt. Dann Trupp Hassbergen. Oder sind wir auch schon soweit? Also, wir nähern uns dem Ende. Dieses Video wird ein wenig kürzer als gewohnt. Aber mal schauen, wie der dritte Teil ist. Vielleicht schieße ich den auch noch hinterher. Und Abfahrt. Aber ich habe das Gefühl, die Bahn reagiert etwas verzögert auf Leistung ausschalten. Also doch ein wenig verzögert, bis die Leistung auch ausgeführt wird. Also ich habe den Hebel schon längst auf Leistung gestellt und bis dann der Elektromotor aber reagiert, antreibt, ist doch eine kleine Verzögerung da. Das fällt mir zumindest so auf. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
Also wollen wir wohl bis vorne vorziehen, ne? Da stehen die meisten Fahrgäste. Wir sollen ja nicht bei der Hitze auch noch einen langen Weg zum Zug laufen. Das muss ja nicht sein. So. Das dürfte genügen. So lang sind wir dann auch nicht. So, Türen öffnen. Dann werden wir uns mal draußen auf die Bank setzen. Ach, ich wollte mir noch was trinken. Genau, ist das Wasser ausgegangen. Ich glaube, dass ich die Gelegenheit habe. So, was? 1,50 kostet ein Wasser? Naja, da macht man das halt. Da unten ist Wasser, das Graue. Zack. Zack. Ah, herrlich. Herrlich. So, setzen wir uns hier mal auf den Stuhl. Und warten auf den Abfahrauftrag. Ich glaube, so kann man es sagen. Atrop Hasbergen Osnabrück. Wunderschön. Was mir noch aufgefallen ist und was ich schade finde, kein KI-Verkehr bis jetzt. Also das finde ich sehr, sehr schade. Aber naja. Man kann wahrscheinlich nicht alles haben. Kann man leider nichts machen. Vielleicht ist es im dritten Teil wieder besser. Ich hoffe es. Zack, Signal auf Rot, Gleis besetzt. Wunderbar, wunderbar. Rechts.
Ein Gegenzug. Yippie, KI-Verkehr. Juhu, endlich. Geht doch. Zumindest einer. Oder wer sagt's denn? Das wird knapp, gute Frau. Das schaffst du nicht mehr. Tut mir leid. Wer zu spät kommt, du kennst den Spruch. Du sowieso. Der nächste Zug kommt bestimmt. Tschüss. So, in Kürze erreichen wir Hassberg. In Kürze erreichen wir Hassbergen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
der letzte Halt vor Osnabrück. Tatsächlich. So, wir wollen uns aber mal wieder in den Fahrerkabine begeben. So, jetzt habe ich es. Mein Gott, manchmal verhaspelt man sich. Jede Menge Signale auf uns zu. Und natürlich auch, was uns wieder kein Rotes erwischt. Das muss ich erstmal gucken, dass ich auch bei 10 runterkomme. Aber wir haben Genehmigung erteilt bekommen, das ist sehr schön. In Kürze erreichen wir Osnabrück Hauptbahnhof. Sie haben Anschluss an den Regional- und Fernverkehr. Bitte beachten Sie die Ansagen und Aushänge in Osnabrück. Dieser Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen und bedanken uns für Ihre Fahrt mit der Eurobahn. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung links.
gedacht, dass da 60 ist. Aber unser Job ist ja noch nicht erledigt. Ihr aufmerksam wart, haben wir hier nachher noch eine kleine Aufgabe. Nach dem Halt. So, wir öffnen die Tür. Wir sind die einzigen am Bahnhof, leider. Aber ja, das Leben ist komisch. So, wir werden jetzt gleich unseren Zug noch in die Abstellung stellen, die knapp einen Kilometer vor uns liegt. Fahrtestaltung an 90 59 0, bitte kommen. 90 59 0, hört. Jetzt fährst du den Zug erstmal aufs Abstellgleis, dann hast du Pause. Wird gemacht. Ja, ihr habt es gehört, was wir zu tun haben. Das werden wir natürlich machen. Schön geschmeidig. So, ich glaube, das reicht dann auch.
abrüsten. So. Die Fahrdienstleitung an 90 59 0, bitte kommen. 90 59 0, hört. Du hast bis nach 11 Pause. Dann geht's nochmal mit dem Triebwagen nach Münster und wieder zurück nach Osnabrück. Gut, alles klar, dann bis gleich. Ja, ihr habt's gehört, was der dritte Teil uns bringen wird. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann macht wie immer gar nichts. Und ja, wir sehen uns, beziehungsweise ihr hört mich dann im dritten Teil wieder. Und ja, vielleicht fahre ich den heute noch, ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein wunderschönes Wochenende, einen schönen Samstag. Geht morgen alle fleißig wählen. Ist jetzt nur ein Hinweis von mir, weil nur wer was ändert, kann auch hinterher meckern, wenn es sich nicht ändert. Was wollte ich noch sagen? Ja, bleibt mir treu, bleibt gesund, passt auf euch auf, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Dennis Spieters. Bis dann. Ciao, ciao.